Jo, dann schauen wir mal genau rein. Doppelschlag. Aha. Wenn wir den weiter auffüllen. Aha. Sturmklinge. Normal. Schwerverbrechen. Aha. Die werden wir am meisten einsetzen, oder? Was macht denn das überhaupt? Ach, hier hätten wir schon die ganze Zeit gucken können. Und hier können wir sie dann, aha, verbessern. Das heißt, Fertigkeitsstufe 1, schwinge dein Großschwert X-förmig. Komm mal hier zur Seite. Zeig mal X-förmig, aha. Sturmklinge, führe einen diagonalen Hieb aus. Egal wohin du stehst oder immer noch unten. Ja, so wie du stehst. Schwerverbrechen, springe und schwinge dein Großschwert. Wenn du da hinguckst. Ach, immer zur Maus hin. Das ist ja. Probieren wir gleich. Dahin. Ja, immer zur Maus hin. Abschlusshieb. Lass dein Großschwert niedergehen. Ach, die soll man. Warte mal. Sollen wir die wirklich so machen? Nee. Hier hingucken. Q. W. E. Und R. Aha. Und währenddessen kann man dann auch noch. Okay. Wechseln. Einfach drauf rumdreschen und dann Man wird es weiß nicht, schon. was passiert. Also sollten wir uns auf das Schlimmste vorbereiten. Jo. Ich fühle mich jetzt schon erschöpft und die Erkundung hat noch nicht einmal begonnen. Zumindest scheint Zerka sehr leidenschaftlich zu sein und voller Gier. Bin ich ja. Ich habe gehört, ist ein guter Sucher. Jo, wir werden die alte Stadt schon finden. Huch, wir haben keine Informationen über den Wert des Schatzes. Ein Silberdollar wird es schon sein. Jo. Na, ein gewöhnlicher Stein wird es schon nicht sein. Oder vielleicht hat er sogar irgendwas mit den Archen zu tun. Die Archen? Sagenhafte Artefakte der Macht, die viele Leute für nichts als einen Mythos halten. Doch die Kirche nimmt die Nachforschungen über die Archen sehr ernst. Psst, das ist zwar ein Geheimnis, aber wir glauben, dass der Schatz des Propheten, nachdem wir suchen, möglicherweise einen Hinweis auf die Archen ist. Oh, ich glaube, wir haben da drüben etwas gefunden. Danke, Morpheus. Alle Mann sammeln! Wir werden die Barriere durchbrechen und vorrücken. Ja, ich habe mich gesammelt. Was denn? Muss ich jetzt helfen? Ich habe auch gleich alle Barrieren kommen. Du Schwachkopf, sollst doch nur eine machen. Was ist mit dir los? Wir fahren den Fluss runter. Steig in das Boot. Das da? Nee, das hat aber ganz schön. Die Truhe würden von den Göttern beschützt werden. Sehr schön. Vorsicht, überall lauern Fallen und herabstürzende Decken. Was? Decken? Wir sind auf einem Fluss? Schwachkopf. Juh. Aber sieht geil aus. Wow. Bis auf das Wasser. Diese riesigen Statuen wurden nach dem Vorbild der Götter errichtet. Wow. Die Arche wurde von Regulus selbst gebaut. Das immer brennende Genesis-Licht. Nice. Die Arche beinhaltet große Macht. Okay. Die Macht zu schöpfen und die Macht zu zerstören. Okay. Genau wie ein Gott. Okay. Ich bin der Zerstörer. Wüssten wir doch nur, wo sie steckt. Die Macht? Kannst du nicht mal aufhören zu quatschen, Priester? Der gefällt mir. Er hat recht. Ui. Wir sollten ruhig sein. Ja, dann halt die Klappe. Du auch. Ja, ist ja gut.
Dann tanzt sich halt, wenn ich nicht mehr reden darf. Ah, Bilder. Wir haben es geschafft. Ich tanze meinen Namen. Dieser Ort, er wirkt nicht normal. Ja. Gehe. Sind wohl auf der richtigen Spur. Am Zielort von Bord. Sieh dich in den Ruinen um. Nähere dich der Klippe. Interagiere. Der frühe Vogel. Hey, bleib unten. Bleib unten? Das klingt komisch. Lauf, lauf, lauf. Oh, yippie! Wo bist du? Oh, da! Meiner! Da ist noch ein CD! Jawohl! Jawohl! Zerstöre Holzbrücke. Dahin. Da ist da noch. Achso, hier halt. Ja. Jawohl. Da ist. Du hast die Brücke zerstört. Was ist mit denen, die auf der anderen Seite feststecken? Warte mal. Hä? Q, W, E, R. Drücke LMT. Rüstungsgegenstände, warum? LMT. Hä? Ich hab da aber keine. Hier! Du hast Handschuhe. I? Und jetzt LM. Mittlere Maustaste oder was? Ne? Rechts. Okay. Verlieren wir Haltbarkeit? C? Nein! Ach, C war ja der ganz normale Eingriff. Jawohl. Kader. I? I? Nee. Ich wollte Charakter. Charakterprofil. Ob das Haltbarkeit hat? Ja! 93 von 94. Okay. Müssen wir irgendwo mal ratten. Ja, wo geht's denn hier hin? Ja, ich weiß nicht so da hoch, aber... Nein! Von hier sind wir gekommen? Ach, hier sind wir hochgelaufen, jawohl. Hier hätte man auch hochkommen können. Keine Ahnung. Ja, ist jetzt... Ja. Springen mit G. Nice. Kletter. Schmacke. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Mhm. Widersprich. Ich traf bloß eine rationale Entscheidung, um alle zu retten. Mhm. Ihr habt das überlebt, oder nicht? Was dich angeht, du warst schneller, als ich angenommen habe. Jawohl. Du weißt aber schon, dass ich als letzter hier oben angekommen bin. Belohnung zum Verteilen. Es ist nur nicht vorbei. Korb ist tote. Kann sein. Wollen wir dann weiter? Jo. Das scheint der Eingang zur Stadt zu sein. Aber er ist versperrt. Erkunde die Klippen. Fertig. Eingang. Prüfen. Wirf einen Blick drauf. Jawohl. Ich kann nicht lesen. Was steht da? Cool. Im Zweifelsfall jagt es hoch. Ja, Sprengausrüstung. Was? Ich? Und dann musst du schleunigst deine Beine in die Hand nehmen, ja. Und hör nicht bloß nicht auf zu rennen, okay? Renn so schnell du kannst, sobald sie scharf ist. Empfang die Bombe. Ich hoffe, nichts geht schief. Ah,
Und? Jetzt? Bombe legen. Ich laufe. Ach. Das ist eine uralte Magie. Nice. Und jetzt? Selbst die Explosion hat nichts. Verdammt, dieser Stein rührt sich kein Stück. Gibt es noch einen anderen Weg? Kaboom. Der Pfad ist offen. So, schon mal geil aus. Es ist offen. Jo. Ja, was auch eigentlich? Arbeitsspeicher. GPU. Unteren Bereich. Ich glaube nicht, nice, dass es hier für uns was zu holen gibt. Ja. Aber ich will erstmal die Umgebung sehen. Geil. Okay. Was ist das? Was ist passiert? Hast du den Eingang zur eingestürzten Ruine geöffnet? Ein Schwarm von Lichtern ist erschienen. Glühwürmchen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ja, die schwach geschriebenen Buchstaben auf dem Felsen. Ich konnte sie zwar nicht präzise lesen, aber sie sprachen davon, dass irgendwann ein Auserwählter kommt. Hm, nämlich ich. Ich habe zwar keinen blassen Schimmer. Ja, ich auch nicht. Wir sollten besser weiter. Mhm. Wird in den Ruinen Quest abgeschlossen. Der Ruf der alten Prophezeiung. Quest angenommen. Und was ist hier? Gebiet? Ja. Folge der offenen Straße. Fertig? Und nun? Sprich mit dem Expeditionsanführer. Dieser närrische Priester. Ich kam extra hierher und hier ist nichts. Doch, ich habe die Tür geöffnet. Bist du sicher, dass es in diesem Gebiet eine alte Stadt gegeben hat? Keine Stadt, kein Schatz, immer wieder nichts weiter als Sackgassen. Werden wir überhaupt bezahlt? Hm. Beruhig dich, man wird dich rechtlich entlohnen. Du lügst mich besser. Am Rande der Klippen um. Dann schauen wir mal. Da ist ein Licht. Und nun? Könnten wir den Schalter nicht? Nice. Ja, hello, Fantastico. Cool. Die verborgenen Ruinen waren die ganze Zeit hier. Wie hast du das gemacht? Oh, Mann, die weinerliche Stimme nervt ein bisschen. Reich an Erfahrung, schwacke. Mhm. Wir sind da. Los geht's. Ist klar, der Weinerlichste rennt vor. Mhm. Und wir? Ich glaube, der Schatz ist dort drüben. Erweiterte Karte. Hey, wartet auf mich! Mehr und auf mich auch. Mal gucken. Kann man hier erkunden? Aha. Hier geht's abwärts. Ich kann immer noch nicht so drücken. Schade eigentlich. Ach, der drückt ja nicht auf der Karte, sondern hier unten. Man sieht nur die Karte eingeblendet, wo man sich befindet. Ja, ist richtig. Es wäre Quatsch, wenn du hier drückst und guckst nicht weiter. Na, lass mich doch aufmachen. Ne, ich muss direkt nie drücken. Gut.
Hoffentlich schreiben die das immer wieder rein. Ich vermute, es muss ein geheimes Gerät geben, das den Schrein öffnen kann. Okay. Wir sollten zusammen danach suchen.